Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zurück zu Pirates Outlaws. Es geht weiter. Dieser Name übrigens, dieses Pirates Outlaws, das ist so die Hölle für Deutschsprechende. Das ist so ein Zungenbrecher. Pirates Outlaws. vor allem, weil zwei S hintereinander kommen. Das ist ein bisschen befremdlich, wenn man das erste Mal liest und vorlesen muss. Egal, wir haben einen Bosskampf, den roten Hannes da, roter B oder wie er heißt. Verursacht 12 Schaden, dann haben wir Spalten und Treten, schlägt das Ziel zurück. Naja, weiß ich nicht, dann hätten wir zuerst den Boss und eigentlich würde ich ganz gern den vorher noch platt machen. Zerschmettern, Spalten, dann kann ich ihn treten und zurückhauen. Dann kann ich den spalten. Und er haut uns, während er säuft, ins Gesicht. Nett. Das hätte ich vorher gern gehabt mit den Fehlleiten, aber dann machen wir das jetzt. Er greift uns an, das heißt, wir machen eine Gewandtheit. Schießen wir noch einmal ins Gesicht. Und das kann man nicht verwenden, weil er keine Rüstung hat. Der hat uns bisher irgendwie überhaupt nichts gebracht, die Karte. Griffschlag ausweichen, Gewandtheit ausweichen, ja, nehmen wir alles mit, hauen wir ihm alles einfach mal rein. Zerschmettern geht leider nicht, weil wir dafür keine Muni haben. Muni. Er hat 15 Verteidigungen mittlerweile. Hi. Ja, können wir uns nicht leisten. Präzisionswurf für Blindheit. Ernte, ja, dabei mal nicht. Ich weiß, das sind die berühmten letzten Worte, weil irgendwann können wir es uns dann nicht mehr leisten. Aber dabei haben wir erst 10 Leben verloren. Wird sich gleich ändern. Naja, schauen wir mal. Er ist jedenfalls blind, also vielleicht trifft er uns ja nicht. 53 Leben haben wir, schauen wir mal. Yes, sehr schön. Yeah, jetzt haben wir die zerbrochene Flasche zur Verfügung. Ins Gesicht. Spalten machen wir auch noch, dann zerschmettern wir ihn, ist mir wichtiger als Schilderschmelzen, das hätte nämlich nicht so viel gebracht. Und weiter, er greift uns einmal an, trifft für 10, haut sich ein Schild rein in der nächsten Runde. Wir haben keine Muni mehr, aber zum Glück sehr viel Nahkampf. Jetzt reicht es ihm, jetzt rastet er komplett aus. Will alles umbringen. Dann machen wir doch gleich mal blind. Muni! Und ausweichen. Das heißt, auf der einen Seite ist er blind. Auf der anderen Seite weichen wir aus und schauen wir mal. Yes, er trifft nicht. Gut. Jetzt macht er schon 20 Schaden. Es wird immer krasser. Ernte bringt uns aber auch noch nicht so viel. Fehlleiten. Griffschlag. Und mehr geht nicht. Ja, langsam wird die Ernte relevant. Jetzt bräuchte man die Ernte dann. Er boostet sich oder so. Schwer zu sehen. Wir nehmen auf jeden Fall den Muni. Er hat kein Schild, das heißt, wir nehmen. Achso, Gewandtheit brauchen wir eigentlich nicht. Nachdem er vielleicht nicht angreift? Fragezeichen. Schauen wir mal. 43. Er macht diesen Angriffsschaden mehr. Okay, ja, wow. 20 Schaden, je nachdem. Wenn das auch noch zählt. Ich weiß nicht, ob das dazu zählt oder schon drinnen ist. Könnte es wehtun. Das heißt, ich werde meine Ernte zünden. Zerbrochene Flasche, Spalten, Muni und jetzt schauen wir mal, was er Schaden macht. 23, okay. War, glaube ich, nicht schlecht, dass wir geheilt haben. Wir könnten ihm den Hai in die Fresse hauen. Ja, boah, er macht 36 Schaden, dann gibt es den Hai, hier viel Spaß.
Fuck. Ein Leben hat er noch? Okay, jetzt klickt zweimal daneben. Tschüss. Tschüss, Kollege. Sehr schön. Nice Glasauge. Fügt aber eine zusätzliche Belohnungsoption hinzu. Kostet 80 Münzen. Ja, nice. Verursacht 7 Schaden. Ziehe 2 Karten, wenn das Ziel verletzt ist. Fertigkeit, die nächste Angriffskarte hat 50% Leben stehlen. Nö, Glasauge. Und dann eventuell verkaufen. Natürlich machen wir weiter. Ich meine, hey, wir haben hier 5 Minuten auf der Uhr. Natürlich machen wir weiter. Famous last words. So, wie sieht's denn da aus mit der Quest? Haben wir da irgendwo... Besiegt den Boss aus Übersee. Das könnte der sein. Die kämen auch schon, die beiden dummen Brüder. Das waren die mit dem Blutungsschaden, oder? Könnte sein. Was machen wir? Quest-technisch. Ich meine, wir haben noch diese einen Schlüssel. Das heißt, eigentlich sollten wir Quests mitnehmen, wo es geht. Wir haben noch 53 Aktionspunkte. Die können wir da wieder auffrischen. Ja, die sollten wir da auffrischen. Das heißt, wir müssten eigentlich den Weg hier gehen. Gegen einen Gegner. Nur süß. Nee, das ist ja süß. Gewandtheit brauchen wir nicht. Er greift nicht an. Er besäuft sich. Wir hauen ihm die Flasche rein. Spalten. Zerschmettern. Uni. Spalten. Und tschüss. Ah ja, durch das Auge haben wir jetzt die 4 Optionen. Nahkampf verbraucht die gesamte Munition, um x-mal Schaden zu verursachen. Ja, maximal 14. Der 12 Rüstung markieren bringt uns nichts. Verursacht 6 Schaden. Ziehe eine Karte. Und das hier verliert die gesamte Rüstung. Ja, aber Hallöchen. Hier schauen wir in den Kampf. Gegen 2 fiese Möps. Beide greifen an. Dann machen wir doch Gewandtheit. Muni schießen. Wow, hat richtig viel gebracht. Tolle Gewandtheit. Immer wieder gerne. Fehlleiten. 7 Schaden. Dann treten. Next one. Flasche. Next. Ha, jetzt mal daneben. Und tschüss. Ich sagte tschüss. Danke. Hast du nicht gesehen? Verursacht 3x3 Schaden. Ziehe 2 Karten für jeden Gegner, der verletzt ist. Ach, nee. Alle Nahkampfangriffe verursachen bei diesen zu kritische Treffer. Nee, weil es 3 kostet. Und die nächste Angriffskarte enthält 100% Leben stehlen. Ja. Taverne. Ja. Aber auf jeden Fall. Und HP. Wenn sie so ausgeht, nehmen wir es gerne mit. Next. Ein Koch und ein Digger. Ja, die sind schon lange gemeinsam unterwegs, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, woher mich das beschleicht, aber ich glaube, die verbringen schon eine lange Zeit gemeinsam. Munition, ganz Einsatz und Fehlleiten. Jihar. Machen wir doch gerne. Präzisionswurf, damit er blind wird. Und ganz Einsatz. Gewandtheit braucht man nicht, weil eh keiner angreift. Machen wir es trotzdem. Und wir haben eh eine Muni da. Zerschmettern.
25. Mit was mache ich ihn fertig? Mit den Zurückschlagen? Ich könnte natürlich den einen zurückschlagen. Achso, der kann nicht zurückgeschlagen werden, ne? Ja, richtig. Egal, dann kann ich ihn ja trotzdem treten. Ist mir ja dann egal. Kann ich ihn irgendwie fertig machen? Ähm, 25 Leben hat er noch. Mit 10 hat er noch 15. Ja, wenn ich ihm das alles reinklatsch, sollte ich ihn fertig kriegen. Ja, sehr schön. Gewandtheit. Na, dann greif mal an. Autsch. Koch. Drecksack. Leben stehen. Ich habe aber leider keine Muni. Ja, wow. Brauche ich überall Muni. Ja. Toller Zug. Gerne wieder. Der heilt sich. Wir nehmen den Muni. Flasche ins Gesicht. Spalten. Griffschlag. Next. Er greift an. Muni. Leben stehen. Ja. Bäm. 12. Das war natürlich eine geile Kombi. Wir kriegen eine Zange. Er hat im Angriff des Kampfes Wut. Pff, nee. Hat er 12 Rüstungen? Nee. Verursacht bei allen Gegnern 6 Schaden. Und verursacht bei allen Gegnern 5 Schaden. Noch besser, weil kostet nix. Kostet nix. Nehmen wir gerne. Yippie. Kampf beginnen. Überraschung. Wieder mal ein Kampf gegen den Fischhannes und seinen Kehrbruder. Die wollen uns wohl bekehren. Egal. Gut, wir machen ganzen Einsatz. Keine halben Sachen. Und am Ende nochmal zerschmettern. Muni. Next. Fehlleiten für den Dude dahinter, dass der auch ordentlich was ins Gesicht bekommt. Leben stehen. Ja. Yeah. Und zerschmettern. Ja. Yeah. Und treten. Na, dann kehren wir schön. Spalten. Präzisionswurf. Auf Wiedersehen. Sehr schön. Das mit dem Leben entziehen finde ich schon ganz cool. Fügt deine Hand eine zufällige Fähigkeitskarte hinzu. Okay. Lade am Anfang deines Zuges 1 nach, wenn deine HP unter 50 liegt. Am Anfang deines Zuges. Das kann eher passieren. Anfang des Kampfes wäre blöd. Anfang des Zuges ist okay. Mehr Nahkampfschaden. Und wenn du bei deinem Zug keine Angriffskarte eingesetzt hast, lade nach. Nee. Mehr Nahkampfschaden wäre auch nicht schlecht. Oder halt wirklich mehr. Machen wir das mit dem Ring. Wieso nicht? Why not? Wir graben. Boxhandschuhe. Ein Nahkampfschaden bis zum Ende des Zuges für jede von der eingesetzten Nahkampfkarte. Ja, die Kombination könnte ganz lustig sein. Aus dem Ring, wo wir mehr Schadenskarten kriegen, und zusätzlich den Boxschuhen. Event. Im Wald sind viele Tiere. Wow. Jagen. Kostet uns 10 HP. Machen wir das mal. Und wir kriegen 5 maximal HP. Das ist okay. Das hatte ich so ein bisschen gehofft, dass das dabei rauskommt. Wir haben hier auch einige Quests auf der linken Seite. Dann bleiben wir doch links. Schauen wir in den Markt. 114 Münzen. Handaxt. Wann immer du eine zufällige Karte ziehst, füge einem zufälligen Gegner 2 Schaden zu. Eine zusätzliche. Ah, das wäre interessant mit Kombination. Mit dem Ring. Mit was? Mit irgendwas. Lade am Anfang des Zuges 1 nach, wenn dein HP unter 50 liegt. Na, komm schon. Nee, hatte ich jetzt. Egal. Brauche ich jedenfalls wahrscheinlich nicht.
Wenn du bei deinem Zug eine Angriffskarte einsetzt, lade am Ende des Zuges 1 nach. Nö, dankeschön. Kettenschlag, verursache bei allen Gegnern 7 Schaden. Yeah, aber Hallöchen. Shit-Schmelzen habe ich bisher nie gebraucht. Ein taktischer Schuss, Fernkampf verursacht 7 Schaden. Auf Max nachgeladen, wenn Gegner gekillt wird. Ich könnte noch eine Karte auch verbessern. Oder ich spare mir das Geld, um irgendwann wieder heilen zu können. Das berührt mich alles nicht wirklich. Entweder verbessern oder den taktischen Schuss. Den finde ich aber jetzt auch nicht mega geil. Hätte auf Max nachgeladen. Ja, okay, hätte ich wieder 2 Schuss zur Verfügung. Ach komm. Können. Gönnung. Gegen den Boss wird es nichts bringen, aber gegen kleine Gegner. Wie die hier zum Beispiel, die zwei Dicken. Der mit seinem Felsen. Der andere. Inspirieren, war mit dem Leben stehen. Da haben wir den taktischen Schuss, das ist ein bisschen zu früh. Und nochmal Leben stehen. Die nächste Angriffskarte hält 100% Leben stehen und 100%, ja. Dann nehmen wir doch die mit dem Leben stehen. Taktischer Schuss. Für wen? Wer kriegt's ins Maul? Du. Muni. Und Schildschmelzen braucht man nicht. Berserker können wir uns nicht leisten. Next. Die hauen sich Schild rein. Er besäuft sich. Verursacht bei allen Gegnern 7 Schaden. Zerschmettern. Nochmal zerschmettern. Oder Gewandtheit. Ja, komm. Verteidigen. Einmal geklappt. Er will angreifen, dann machen wir doch blind. Treten, spalten, spalten. Text. Hallöchen, na? Fühlst dich so alleine, ha? Ich hab da ein Rezept. Er bufft sich und besäuft sich. Wir können den ganzen Einsatz natürlich verwenden, sehr gerne. Reißen ihm alles runter. Mach ihn nackt. Oh, einen Lebenspunkt noch, ernsthaft. Haha, daneben. Können wir uns noch irgendwie heilen? Wieder auf maximal nachgeladen. Na. Yes. Victory! Fähigkeit, Fernkampfangriffe verursachen bei dem Zug Verletzung. Wird auch 10 Schaden von den Chancen auf kritischen Treffer. Gesamte Munition und bombardieren. Bombardieren. Event. Hälfte Leben. Wegabelung, menschliche Fußspuren und Bestienfußspuren. Was waren das mit den Bestienfußspuren? Ich habe schon vergessen. War das irgendwie maximale Gesundheit? Ja, 20 HP. Nicht verkehrt. Nehme ich gerne. Sehr gerne. Event. Einige Piraten schlafen in der Höhle. Ihre Schätze liegen direkt neben ihnen. Wir halten doch dann einen geilen Schlüssel. Näher kommen. Oder hinterhältiger Angriff. Ich meine, das sind Piraten, oder? Also... sehr hinterhältig, ja. Wow. Finde ich ja echt super. Ich dachte, ich kann die jetzt meucheln im Schlaf, aber nee. Offenbar muss ich die unbedingt aufwecken und sagen, hallo, hier, juhu, ihr könnt's mir gerne aufs Maul hauen. Allerhand. Ich weiß nicht, was die machen. Dann hauen wir uns lieber mal eine Gewandtheit rein.
Offenbar haben sie noch geschlafen, das war so der Vorteil. Ich habe quasi einen Zug frei. Na gut. Bei allen dreimal angeklopft. Ja, das ist natürlich auch cool. Aufs Maul. Für dich. Und das mit dem Inspirieren mache ich gerne. Und dann spalten oder... Das heißt, bei allen Gegnern, ja, das ist natürlich auch nice. So, du tschüss. Hallöchen, Kollege, na? Öfter hier. So ganz alleine. Läuft gar nicht verkehrt, also so könnte jeder Kampf laufen. Dich blind machen. Na okay, mehr kann ich nicht machen. Er greift tatsächlich für 7 an. Bam. Die Piraten laufen davon. Bombardieren. Ja. Nice. Ach, shit. Jetzt komme ich nur in den Markt. Nicht mehr zum Heilen in die Taverne. Das ist ja doof. Okay, was haben wir da? Fernkampf verursacht 9 Schaden und lädt 1 nach. Mhm. Kostet 2. Kann jeden beliebigen Gegner anvisieren, 5 Schaden verursachen und ihn zu dir ziehen. Glücksspiel, leg die Hand ab und so viele Karten. Leg deine Hand ab und ziehe so viele Karten entfernt. Wenn ich also scheiß Karten habe, könnte ich mich damit noch einmal retten. Ich kann keine weiteren Karten mehr anschauen, oder? Ich kann nicht nochmal mischen. Weil sowas wie heilen wäre vielleicht ganz geil. Ich werde halt voll aufs Maul kriegen. Oder sowas wie Zustandsveränderung wäre auch ganz geil. Ich sehe schon wieder, wir sind am Maximum von der Folge. Aber ich werde wahrscheinlich voll aufs Maul kriegen beim Boss. Das heißt, wir werden einfach eine längere Folge machen. Glaube ich. Verbessere 2 zufällige Fertigkeitskarten. Können wir uns nicht leisten. Genauso wie das nicht. Fähigkeitskarten, die du erhältst, werden automatisch verbessert, bringt uns aktuell 0. Irgendwas zum Hergeben. Belohnungsoption. Lade nach, wenn deine HP unter 50 liegen. Und Nahkampfschaden. Ne. Auch nicht wirklich. Bringt mir jetzt nicht viel, das Glasauge zu verkaufen. Dadurch kann ich mir auch nur das leisten und bringt mir auch nicht viel. Ja, ich kann eigentlich nur noch ein bisschen Geld ausgeben. Glücksspiel vielleicht, ist es okay, machen wir das. Die Autokanone mit 9 Schaden. Kostet 2, ist ein bisschen zu viel. 5 Schaden ist auch ein bisschen wenig, aber hey. Ich meine, wir haben den Boxhandschuh, das profitiert auch nochmal davon. Ja, wir haben 0 Gold. Wir gehen zum Boss. Zu den Bossbrüdern. Haben beim letzten Mal erst dem Kleinen aufs Maul gegeben. War an sich, glaube ich, die richtige Option. Also, wir könnten es wieder probieren mit dem Eisenhaken. Erst den Kleinen fertig machen. Ich meine, der Große macht halt permanent Schaden und der Kleine heilt ihn halt permanent. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich da habe, dass ich halt vielleicht ihm erst aufs Maul geben muss, aber dadurch vernachlässige ich halt den, der halt immer wieder heilt, also, oder irgendwelche Buffs gibt. Ich weiß nicht, was cleverer ist. Vorher habe ich es probiert mit dem Kleinen. Vielleicht mache ich es diesmal andersrum und behalt ihn einfach hier. Verursacht 10 Schaden, 50% Chance auf einen kritischen Treffer. Machen wir das. Dann spalten den Eisenhaken ins Gesicht. Dich hole ich ein bisschen näher her, ist völlig okay. Und einmal Gewandtheit. Ja, wow. Hat mal absolut nichts gebracht, die Gewandtheit. Dankeschön dafür. Der greift für 13 an.
Ja, der erhöhte Angriffsschaden. Das kommt halt alles von ihm, von Drecksack da hinten. Na gut. Verursacht bei einem Gegner hat 5 Schaden. Nehmen wir gerne mit. Zerschmettern oder Gewandtheit. Versuchen wir wieder mal auszuweichen. Das klappt immer so geil. 52. Yes. Okay. Okay, das war gut. Glücksspiel, leg alle Karten ab. Wurfmesser, Präzisionswurf, Flasche. Flasche auf jeden Fall mal. Präzisionswurf für blind, das ist auch gut. Wurfmesser. Sieh so viele Karten. Also die eine. Und dann hoffen, dass was Gutes dabei ist. Ja. Ah, okay, ich werfe ihn zurück, aber... Ah, okay, ich werfe ihn nicht hinter den Dude da zurück. Das ist okay. Das passt. Das passt. Okay, der hat uns natürlich geheilt. Kann keine anderen Zustände kriegen. Wir haben nur noch die Hälfte vom Leben. Auf Max nachgeladen. Das wird sich nicht ausgehen. Leben stehen. 100% Leben stehen ist gut. Ist perfekt. Und Fehlleiten verursacht 8 Schaden und kritischen. Wir machen das mit dem Leben stehen. Hauen dann den ganzen Einsatz rein. Haben wir uns jetzt 0 hochgeheilt oder zu wenig aufgepasst? Verursacht 7 Schaden. Ich muss mal die Munition aufheben. Sollte was Cooles kommen. Alle Angriffe verursachen kritischen Treffer. Das ist halt das, was der Drecksack da hinten macht. Ja. Ja, das war gut, dass ich mal eine Muni aufgehoben habe. Jetzt könnte ich das noch machen. Bei allen Gegnern Schaden machen, das ist nur normaler Nahkampf, verursacht 7 Schaden und bringt Ausweichen, wenn du keine Rüstung hast. Überraschung habe ich nicht. Zerschmettern, Spalten, Kettenschlag. Rüstungsschmelzen brauche ich nicht. Und ich habe Ausweichen. Bitte, 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 yes. Yes, baby. Okay, er macht 23 Schaden. Das kann... Das geht noch. Theoretisch. Ausweichen wäre natürlich schon ganz nice. Präzisionswurf für blind. Ihn blind machen. Nummer 1. Nummer 2, ausweichen. Fertig. 37 Leben habe ich noch. Wow, Alter, du Idiot. Wozu mache ich ihn blind und wozu weiche ich aus? Das sollte eigentlich beides helfen, um keinen Schaden zu kriegen, aber... Okay, er macht 16 Schaden, damit lebe ich noch. Noch. Kritischer Treffer am Gegner hinter ihm. Ich könnte jetzt die Position switchen und ihm dann den kritischen Treffer verpassen. Weiß ich nicht. Muni auf jeden Fall. Soll ich's machen? Klappt das? Man, probieren wir's mal. Ja, der ist down. Der ist mal down. Gut. Hallo Kollege, na? OP. Öfter hier. Gut, was machen wir? Wir haben wieder volle Munition durch den Kill. Er hat Ausweichen. Ist egal, er greift eh nicht an. Er hat Zustände. Negieren. Kritischer Treffer. Griffschlag. Treten. Ganzer Einsatz. Das volle Programm. Gewandtheit braucht man nicht, weil er macht nichts.
Kettenschlag, Spalten. Yes. Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Jetzt habe ich die Folge extra lang gemacht, weil wir gedacht haben, wir kriegen eh aus Maul. Und dann besiegen wir den zweiten Boss. Ja, das ist ja Hammer. Ja, geil. Ja, geil, Leute. Ja, geil. Was haben wir hier? Nahkampfkarten. Das ist wieder so ein Relikt, ne? Das fünfte Relikt dann. Nahkampfkarten, die du erhältst, werden automatisch verbessert. Uiuiui, für den Anfang wäre das geil gewesen. Fernkampf verursacht 5 Schaden mit dieser Karte in der Hand, erhöht sich jeder andere in dem Zug benutzte Karte den Schaden dieser Karte um 3. Verursacht 5 Schaden mit dieser Karte in der Hand. Mit dieser Karte in der Hand erhöht jeder andere bei dem Zug benutzte Karte den Schaden dieser Karte um 3. Gut, ich brauche halt am Ende auf jeden Fall 1, um die auszuspielen. Heile 3 wegen kritischen Treffer und inspirieren. Angriffskarte hätte Leben stehlen. Ja, das ist auch nicht verkehrt. Alle gut. Bis auf die Rose vielleicht. Eine Goldskulptur wäre für den Anfang geil gewesen. Ich muss aber sagen, wir haben immer ein Lebensproblem. Und wir müssen jede Heilung mitnehmen, die geht. Deswegen inspirieren. Natürlich nicht Ende der Reise. Natürlich wollen wir weitermachen. Wir wollen das dritte Kapitel sehen und damit den Endboss sehen. Ich bin schon mal mega gespannt. Wir haben uns wieder hochgeheilt auf 71 Leben. Yes. Ich sage euch mal vielen Dank fürs Zuschauen der mega langen XXL-Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann in das dritte Areal geht und in Richtung Endboss. Bis dann. Ciao.